Hallo, guten Tag. Sie werden sich sicherlich freuen, dass wir wieder da sind mit den neuen Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken, den KUS-Nachrichten. Trotz der Witterung, die Sie mehr oder weniger vielleicht auch belastet, Hitze, dann mal Regen, aber jetzt Dauerhitze, wollen wir Sie wieder über viele, viele Dinge informieren, aktuell, wie wir immer sind. Und wir freuen uns, dass Sie bis zum Schluss durchhalten und sich alles ansehen, denn dann kommen wieder schöne Abschlussnachrichten. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, es freut mich riesig, Sie an diesen warmen bis heißen Tagen wieder hier bei den KUS-Nachrichten begrüßen zu dürfen. Es folgt der Ausblick auf unser breit gefächertes Programm. Am 1.9. geht es bereits los mit Watering Eye, die Folk-Rock-Legende aus Spandau. Am 9.9. ist der Shanty-Chor Reinickendorf bei uns zu Gast. Lieder führen sie rund Kap Hoorn quer durch die Südsee und zurück in den Heimathafen hier in die Sandstraße 41. Nicht nur für Schauerleute und Meerjungfrauen. Am 16.9. ist die legendäre Salsa-Party mit Eduardo und seinen Freunden wieder bei uns zu Gast hier auf der Bühne. Wir freuen uns auf karibische Rhythmen ab 19 Uhr. Dann wird es bedächtig, Fragen und Antworten rund um den Nachlass. Kommen Sie zu uns, stellen Sie Fragen, kriegen Sie Antworten zu diesem Thema am Freitag, den 22.09. von 16 bis 18 Uhr. Ein Vortrag mit unseren Partnern von der AWO. Der Eintritt ist frei. Und wir sind natürlich wie immer der Zeit voraus, denn am 30.09. ist bereits bei uns Oktoberfest mit den Berlin Steelers, Bratwurst, Brezeln und einem Gruß aus dem Münchner Hofbräuhaus. Für die, die es hier drin zu warm empfinden, haben wir eine musikalische Baumwanderung rund um den Haneberg am 20.09. Cordula Hedwig von der Naturstation Haneberg wird gemeinsam mit der Sängerin Martha Pfaffender eine Wanderung um die Bäume machen und diese mit Liedgut begleiten. Ein sehr schönes, einmaliges Event mit unseren Partnern von der Naturschutzstation am Vorhaneberg. Wir freuen uns auf Sie. Ich verbleibe wie immer herzlichst, Ihr Detlef Kleinow. Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Dieter Durchblick. Ey, wart ihr auch da? Vielleicht haben wir uns ja gesehen. Na, das war ja lustig. Da war so ein Kiezfest, so Stadtteilfest. Da an einer Obstallee da hinterm Center. Mann, oh Mann, oh Mann, da war ja was los. Da war Musik und eine ganz hochgestellte Persönlichkeit war auch da. Aber wisst ihr was? Kickt doch mal selber, was da los war. Das ist ein großes Tier, oder? Ja, genau. Man nennt ihn auch Bürgermeister, genau. Echt Bürgermeister? Ja, aber der Bezirksbürgermeister ist der ganz große Berliner. Das heißt, dann ist ein ganz großer Meister. Nicht nur von Spandau. Von unserem schönen, gemütlichen Spandau. Und du, was machst du? Pass mal auf, du, ich bin der Dieter Durchblick. Dieter Durchblick. Genau. Und ich bin vom Kulturzentrum, siehst du? Und ich sage da immer, was los ist. Und die Leute sehen mich manchmal auch über YouTube. Kennst du YouTube? Habe ich schon mal gehört. Ja. Dann musst du mal auf die Seite gehen, ja? Und dann kannst du einnehmen. Ja. Super, mach ich mal. Was machst du da? Hast du, spielst du ein Instrument oder was machst du? Nee, aber der hinter mir, der spielt ein Instrument. Der hinter dir? Ja. Ja. Auch zu deiner Clique und deiner Crew da, ja? Ich kann nämlich Gitarre spielen, wisst ihr? Oh, cool, sehr gut. Und du moderierst, ja? Und dann sprichst du ein bisschen. Ab und zu mal bin ich dann da und bist du. Und ich bin ganz froh, dass ich dich jetzt hier sehe. Das ist egal, musst du arbeiten. Wie schön. Und jetzt gib mir nochmal 5 richtig hier. Zack. An Schultern oder Bossa Nova, der war schuld daran, was der Mond denn scheint, der Bossa Nova oder was der Wein, der Bossa Nova, kann das möglich sein, der Bossa Nova war schuld daran, was der Mond denn scheint, der Bossa Nova oder was der Wein, der Bossa Nova, kann das möglich sein. Der Bossa Nova war schuld daran, war schuld daran. So, dit wart denn mal wieder von mir.
aus dem Kulturzentrum starken. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Dieter Durchblick. Tschüssikowski! So, ich hoffe, Sie haben es überstanden, mit Freude überstanden, viel Neues erfahren. Und Sie können sich jetzt, wie Sie auch wollen, in die Sonne begeben, falls zur Sendezeit noch die Sonne da ist. Oder sich noch zum Abschluss, wie immer, einen netten Spruch anhören. Und der geht diesmal so: Alle Menschen irren, jeder irrt anders. Tschüss.